Hallo Leute, ja, wir sind hier in dem Kontostand 31.000, ja, knapp 800.000, 31 Millionen 800.000. Unser Zug war irgendwas bei 300.000. Den müssen wir jetzt gucken, dass wir den ersetzen. Und ja, habe das dann sozusagen ein bisschen weiter geschoben, das Spiel. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Zug gleich finden und dann den austauschen, ne? Gucken wir das Logo und dann gehen wir aufs Vollbild. So, das bedeutet, wir suchen nach dem ältesten Zug. Der ist dieser hier mit den 70 Jahren. Fahrzeug verwalten. Wir gehen hier zum Ersetzen. Wählen dann diesen Zug aus. Warte, wir können auch mal elektrisch nochmal machen. Ja, genau, den auswählen. Dann gehen wir auf Cargo, suchen diese Anhänger und die müssen wir jetzt anhängen, bis das passend vom Geld ist. So. Ein mehr und es geht nicht mehr. Genau. Das heißt, wir wollten 2, 4, 6, 7 da dran haben. Den können wir jetzt kaufen und austauschen. Wunderbar. Dann läuft das. Gut, wir sind in der Pause. Die können wir jetzt wieder laufen lassen. Und jetzt müsste man nur schauen. Das ist sehr guter Zug. Der fährt jetzt hier irgendwo lang. Können wir ja mal gerade schauen, wo der ist. Der ist hier. Und fährt da lang. Wie sieht das denn aus? Der kann da reinfahren. Aber ne, doch da. Oh, das könnte passieren, dass da nicht genug liegt oder sowas. Okay. Das wäre krass. Und mal gerade schneller. Die Bagger sind da schön am Schaufeln, aber. Ah, jetzt ist er, glaube ich, unterwegs nach hier. Jetzt müsste er hier gleich ins Bild kommen. Da ist er auch. Jetzt ist die Frage, ob das reicht, dass er voll wird, ne? Doch, ich glaube, es wird voll. Ja, der ist. Wenn diese hier, glaube ich, bis dahin sind, dann müsste das reichen dafür rein, oder? Oder nicht? Nee, ist nicht voll. Okay, Fahrzeug verwalten müssen wir dann nochmal machen. Warte mal, nicht Fahrzeug verwalten. Stopp, das war verkehrt. Wir müssen auf die Linie gehen. Linie verwalten. Dann gehen wir hier nach Lightswell Nebengleis. Das ist hier, genau. Und dann müssen wir da einstellen. Lade, wenn vorhanden. Nee. Vollladen einer Fracht. Und maximale Haltezeit, die kann ruhig hier. Dann machen wir 5 Minuten erstmal. So passt es dann, oder? Gut. Das heißt, dieser Zug müsste jetzt irgendwo sein. Okay, der fährt jetzt hier den Berg runter. Hat genauso viel. Dann müssen wir den noch mal verfolgen. Lassen wir auch jetzt wieder schneller laufen gerade. Da flitzt er schön daher. Das sieht eigentlich ganz schick aus, so, ne? Oh, jetzt muss er warten, weil Gegenverkehr ist, oder was? Da ist einer drin, aber das ist doch zweigleisig, oder? Vertue ich mich da? Wieso kann der denn da nicht reinfahren? Okay. Das ist schlecht. Okay, der fährt jetzt auch. Aber wie kriegen wir das denn wieder gemanagt? Linie. Linie verwalten. Terminal 1 oder 2. Okay. Lightscore Nebengleis. Das ist hier. Ich glaube, hier kann man 1 oder 2 auswählen. Dann müsste das jetzt klappen, oder? Schauen wir mal, was passiert. Ja, das passiert genau das, was ich haben wollte. Und der lange? Ne, sind beide gleich lang. Ich dachte, die wären unterschiedlich lang. Okay, das heißt, der fährt da jetzt rein. Der eine müsste jetzt gleich voll sein. Ist er auch, genau. Und der nächste hier
Steht jetzt hier und wird langsam vollgeladen. Und jetzt müsste gleich noch einer kommen. Und da ist er schon. Oder? Ja, sieht so aus. Schauen wir mal, dass er da auch noch reinfährt. Und der fährt definitiv da rein. Gut. Und wird jetzt der eine erst vollgeladen oder werden beide vollgeladen? Nee, dieser wird als erstes vollgeladen. Das gefällt mir schon mal so. Der andere ist sogar länger, aber kann weniger. Interessant. Hier oben gibt es neue LKWs. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ja, wird ja gleich voll sein. Und jetzt ist die 5 Minuten, sollten wohl reichen, oder? Ja. Der ist vollgeladen und jetzt ist beim nächsten das dran, ne? Der ist 104, sollte also auch schneller gehen wie bei dem anderen. Wo ist jetzt der andere? Der ist schon hier. Okay. Es könnte auf Dauer passieren vielleicht, dass der Bahnhof zu ist. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, glaube ich nicht. Das geht schon so schnell, das passt schon. Wenn wir den noch aufrüsten, dann könnte das natürlich so sein, ne? Wir haben schon wieder 18 Millionen plus, das ist doch schon mal cool, oder? So, jetzt wird der hier vollgeladen. Und der fährt. Und diese. Ah, die 5 Minuten sind nicht rum gewesen, okay. Ja, die 5 Minuten sind rum gewesen. Der fährt nicht mit vollgeladen. Jetzt ist interessant, dann das zu sehen, wie das hier ist. Weil das ist ja 140. Das ist interessant, oder? Fährt er jetzt auch nicht voll weg? Das wäre nicht so toll. Dann schaffen die hier das nicht, was hinzubringen, oder? Rauszuschaufeln. Dann müsste da noch ein vierter Bagger stehen, der das macht. Der ist für den Abraum zuständig, ne? Jetzt kommt der zweite Zug schon wieder. 106, 7, 8, 9, 10. Okay, hat das dann noch mit der Länge zu tun des Zuges, dass das schlechter ist? Könnte auch noch sein, ne? Der ist nämlich voll. Genau. Okay. Naja, okay. Ich sag mal, der eine Zug soll uns jetzt erstmal egal sein. Das Geld fließt. Wir haben schon über 20 Millionen. Jetzt müsste man mal wieder hier altersbedingt reingucken. Ach so, die Tram hier ist zu alt. Okay. Fahrzeug verwalten. Austauschen. Das hier eine Vitias M. Kostet 704, nee, doch 784.000. Können wir ersetzen. Ja, machen wir das doch, oder? Die fährt dann tatsächlich auch schneller, oder wie sehe ich das? 70 km innerorts wahrscheinlich. Gucken wir uns mal gerade an. Ja, schick, oder? Einer von 37 Passagieren, das ist natürlich jetzt nicht so dolle, ne? Aber funktioniert ja erstmal. Gut, jetzt lass uns schnell Fahrzeuge noch austauschen. Hier sind noch ein paar LKWs. Was fährt der? Also Übersicht müssen wir rein, ne? Der fährt Brot. Gut, Fahrzeug verwalten. Kannst du alle austauschen, wenn. Sind alle sehr schlecht. Cargo. Brot. Fährt der Brot? Alle Güter. 5 Millionen kostet uns das. Ist nur die Frage, ob wir dann so viele brauchen, ne? Der ist ja noch nicht mal voll. Ne, dann machen wir das mal besser nicht so. Wie viel kann der dann fahren? 32, das sind drei von denen. Das heißt, wir tauschen zwei aus.
Machen wir so. Und diese drei lösen wir auf. Passt schon. Und der fährt jetzt genauso wie der. Der hat sogar 18 geladen. Guck an. Gut, haben wir den auch. Nächstes Fahrzeug. Oder nächstes altes Fahrzeug. Das ist ein Busse. Fahrzeug verwalten sind wahrscheinlich auch mehrere. Genau so ist es. Linie 14. Wo ist die Linie 14? Die fährt nach da hinten. Okay. Okay, da sind drei ältere Busse drauf und drei jüngere. Sind aber alle im schlechten Zustand. Wie ist denn die Auslastung hier? Kann ich das auch irgendwo sehen? 90 von 90, okay. Das heißt, die sind alle voll. Das würde bedeuten, wir können das ja mal mit allen dann machen, wa? Passagiere. Kapazität 26, 17. Das ist tatsächlich mit 26 der das meiste, ne? Kostet uns 5 Millionen, können wir uns leisten. Machen wir. 16 von 26, da sind dann noch 10 dazugekommen. Okay, das heißt, das ist auch erledigt. Nächster. Linie 12. Brot auch wieder. Linie verwalten. Fahrzeuge verwalten, nicht Linie. Ich würde da glaube auch wieder nur zwei machen. Obwohl, da gehen 44 schon rein. Ne, das ist die 4. 11 geht in einen LKW rein. Und der Cargo hier war 33, also 3er. Das heißt, ja, machen wir 2er. Ersetzen wir 2er und die anderen 2 schmeißen wir weg. Passt. Okay, Linie 12 auch überarbeitet. Jetzt haben wir hier die nächste, das ist ein Zug. Okay, das wird teurer. Fahrzeug verwalten. Ah, da gibt es schon einen drauf von. Was macht die Linie denn? 89 und 159 sind das. Da sind 34 drin. Und da sind 55 drin. Er ist noch nicht mal halb voll. Das könnte einer schaffen, was da drin ist, ne? 42 fahren da jetzt mit. Ist die Frage, ob wir den zweiten Zug nicht sogar einfach verkaufen und nur einen fahren lassen, ne? Schauen wir mal gerade, was da so passiert, wenn der an dem nächsten Bahnhof ist. Hier sind 42 drin. Wird er voll oder wird er nicht voll? Das ist die Frage. So, 42, wie wir steigen ein. 11. Das ist nix. Also für jeden lohnt es nicht, ne? Jetzt die Frage, wie das bei den anderen Bahnhöfen gleich ist. Müssen wir nochmal abwarten, ne? Nochmal angucken. Wir kommen auf jeden Fall mit der Kasse ganz gut hin. Mit 36, 37 Millionen geht's, ne? Hier hinten sind schöne Fahrzeuge. Am Bahnhof stehen zig Leute. Da müssen wir auch noch drauf achten, ne? Schauen wir mal, wie wir hier zusteigen, ne? Hier stehen schon mal einige, ne? In Hallandorf. 47 sind da jetzt drin, ne? Also auch nicht voll. Muss man jetzt gleich überlegen, ob wir den einen einfach nur runternehmen. Nachteil ist der Intervall, wo der fährt, wird weniger, ne? Wie viel haben wir jetzt hier?
47. Steigen welche aus? Und es steigen wieder welche ein. 78. Und er fährt jetzt weiter, oder? Nee, er fährt gar nicht. Ah, vielleicht sollten wir die Linie mal ändern, dass die noch nach unten, nach Leitzkau oder wie hieß der Ort da hinten fährt. Warte mal, das lass uns mal gerade checken. Welche Züge sind denn hier unterwegs, die da Personen transportieren dann? Ist das der? Nee, das ist der nicht. Shit. Lass uns mal gerade einmal langsamer machen, damit ich den auch erreiche. 78 Passagiere. Linie 4 ist das, da fährt nur einer. Ist 5 Jahre alt. Diagramme. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Geld. Da fährt er tatsächlich nicht immer plus, ne? Es gibt auch schlechte Zeiten. Vielleicht sollten wir die Linie umarbeiten. Wie wir stehen denn hier unten zum Mitnehmen? 42, nicht so viele. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir Linie 4 verändern. Oder nee, Linie 4 verändern ist nicht so schön. Wir verändern die Linie, was war das, 28 oder sowas? 29. Linie verwalten. Ich habe jetzt da irgendwas gedrückt. Achso, da war ich so, okay. Jetzt müssten wir noch gucken, dass wir nach Hallandorf, nach Pellingen. Fährt er nach Hallandorf? Von Hallandorf nach Pellingen. Das heißt, wir müssen hier einen Halt hinzufügen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgewählt. Und zwar den, Leitzkau, von Leitzkau wieder nach Pellingen. Und dann nach Hallandorf, und dann passt es. So, das heißt, das ist okay. Jetzt müssen wir das Fahrzeug hier, Fahrzeug verwalten. Da sind jetzt natürlich noch 39 Passagiere drin. Kann man da eigentlich so wie bei Simotrans sagen, steigt mal bitte nicht ein? Wahrscheinlich nicht, ne? Fahrzeug ins Depot schicken. Ja, steigen alle aus. Ja, ich möchte verkaufen. Gut. Vielleicht sind die 12 jetzt am Bahnhof geblieben, ne? So, und jetzt muss ich auf Linie 4 umschwenken. Auf den hier. Muss dem sagen. Ne, warte mal, hier muss ich das machen, ne? Da ist Linie 4 und ich sage ihm jetzt, geh auf Linie 29. Gut. Und dann kann ich das hier zumachen und das hier zumachen. Und ja, wir können auch noch mal Linie 29 aufrufen. Linie 4 stehen noch 11 Stück dafür. Okay. Das heißt, wir müssten die Linie jetzt hier schließen. Warte mal, Linienverwaltung war hier. Linie 4 ist das. Und wie kann ich die wegmachen? Linienverwaltung. Ja, alle entfernen. Ja, Linie 4 ist weg. Ach so, da kann man es auch noch mal wegmachen. Jetzt passt es, glaube ich. Also Linie 29 jetzt sind 61 von 198. Ja, müssen wir mal gucken, wie das wird, oder? Machen wir mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.